Und die haben gleich eine 400 Personen. Millionärssöhne. Lass doch die Spritzerei. Lass doch das. So. Ja. Du hast jetzt die ganze Woche nicht gebadet. Jetzt musst du rein. Aber lass doch den Blödsinn sein. Lass mich doch, ich bin wieder versetzt. Lass doch den um. Ja. Stolzchen. Da, damit die jungen Herren nach dem Bad gleich ein bisschen spazieren fahren können. Aus, ab. Was denn? Drehst du denn so? Na, Kunststück, Frage. Na komm hier, nimm meinen Bademantel. Dankeschön. Sollst mal sehen, wie dir nach dem Bad das Frühstück schmecken wird. Das hätte mir sowieso geschmeckt. Natürlich, du verfressene Kruke. Los, au, rein, hopp, vorwärts. Ach, die Steine hier. Ach ja. So. Gut, gut. Du Morfus, ich muss doch Kaffee machen, ich muss doch in die Bank. So, ja, immer jeden Morgen dasselbe. Schrecklich mit dir, wirklich. Moin. Ach, guten Morgen. Herr Roche Sperling. Dankeschön. Nochmal Sperling. Und Herrn Paul Ritter, bitte. Dankeschön. Moin. Guten Morgen. Du, Paul! Hier ist ein Brief für dich vom Gericht. Was? Komm mal her. Ja. Was los? Hier, ein Brief für dich. Vom Gericht? Na nu. Wenn wir bloß nicht wieder aus dieser Villa heraus müssen, wo wir uns gerade so schön eingerichtet haben. In Angelegenheit des dem flüchtig gewordenen Bankier gehörigen Grundstückes teilen wir... Rochus! Ja? Wir können wohnen bleiben. Okay. Hör mal zu. Bestätigt Ihnen hiermit der Konkursrichter gegen die Verpflichtung, Haus und Garten in Stand zu halten, die Erlaubnis, den großen Gartensalon und die Küche gratis weiter zu bewohnen. Fein, was? Das ist doch wunderbar. Lass doch, ich kann das nicht vertragen. Sei doch nicht so empfindlich, immer alter Seelöwe. Antworten auf dein Inserat? Ja. Hier, ein junges Mädchen, anständig und bescheiden, aber so arm, dass ihm ein graphologisches Gutachten nicht bezahlen kann. Und hier ein junger Mann, Hochstapler und Schuldenmacher, der mein Gutachten nicht bezahlen wird. Das sind meine Geschäfte. Ja, mach dir nichts draus, Spatz. Wenn dein graphologisches Gutachten über meine Person stimmt, dann... Bitte, was heißt wenn? Es stimmt. Mein P in Paul erinnert an die Art, wie Morgan seinen Vornamen schreibt. Stolz und erfolgssicher. Und dein R in Ritter ist zum Verwechseln ähnlich mit Rockefellers großem R. Ich weiß, ja. Zähigkeit in der Verfolgung eines großen Ziels. Du glaubst mir wohl nicht. Aber Spatz, wenn du mich, einen kleinen Angestellten der Unionbank, mit Rockefeller und Morgan vergleichst, dann... Bitte, ich habe auch nicht behauptet, dass du ein Morgan oder Rockefeller wirst. Du hast nur gewisse... Die Graphologie ist nämlich keine Wahrsagekunst. Sie beschäftigt sich mit der Deutung des Charakters. Und darin habe ich bis jetzt immer recht behalten. So. Jawohl, sogar bei dir selber. Klein und empfindlich. Lass doch die Wurstelei! Nimm deine Brötchen und geh endlich in die Bank. Auch richtig den Ball. Lauf an der Verteidigung vorbei, da pfeift der Schiedsrichter ab. Künstlerpech.
Wie immer die Erste. Was soll man machen, Fräulein John? Wenn man nichts als seine Arbeit hat? Sport! Warum treten Sie eigentlich nicht in unseren Sportclub ein? Kleinschmidt als Mittelstürmer? Sehr gut. Sie hat ja nur eine Leidenschaft, ihre Schreibmaschine. Ich glaube, Sie sind verliebt in diesen alten Klapperkasten, Kleinschmidt. Und im Traum halten Sie Hochzeit mit dem großen X. Sie heiraten ja auch nicht alle Tage, Fräulein Keller. Bravo, Kleinschmidt, der Kinnhaken sitzt. Apropos nicht heiraten. Die Sache mit Herrn Ritter ist Ihnen wohl vorbeigelungen. Herr Ritter? Den schenke ich Ihnen und Freund Kleinschmidt zu Weihnachten. Auf einmal? Ihnen sind wohl die Trauben zu sauer. Na, hören Sie mal. Herr Ritter. Morgen, meine Damen. Zeit der jungen Liebe. Liebe liebt? Habe ich etwas gesagt? Sie können auch ein bisschen leiser schreiben, Kleinschmidt. Sie machen einen ja wahnsinnig mit Ihrem Geklapper. Ich weiß nicht, warum Sie Ihre schlechte Laune immer gerade an mir auslassen. Ich kann doch nichts dafür, dass Sie hysterisch sind. Bravo, Kleinschmidt! Guter Schwinger auf die Leber! Wer ist hysterisch? Behaupten Sie, dass ich hysterisch bin? Das nehmen Sie augenblicklich zurück! Hier wird nichts zurückgenommen, Keller. Sind heute schon nach 10 Minuten K.O. Darf ich nun endlich um Ruhe bitten, meine Damen? Da kann doch niemand arbeiten bei dem ewigen Gequassel. Guten Morgen, Herr Sieber. Morgen. Herr Ritter, Sie müssen sofort mit der Unterschriftenmappe zum Herrn Präsidenten. Jawohl. Er kommt heute nicht in die Bank. Bitte sehr. Der Vertrag mit Van Diemen soll so gut wie perfekt sein. Eine ganz große Sache für unsere Bank. Herr Präsident. Der Präsident soll sich ja mächtig ins Zeug gelegt haben dafür. Kunststück. Van Diemen aus New York. Dagegen ist sogar unser Alter. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Melden Sie mich doch dem Herrn Präsidenten, lieber Zirner. Mein Name ist Zähler, bitte. Richtig, richtig. Also melden Sie mich dem Herrn Präsidenten. Ich bedauere, aber der Herr Präsident kommen heute nicht in die Bank.
Der Herr Präsident erwarten das gnädige Fräulein Tochter zurück. Richtig, richtig, von der Hochzeitsreise. Nein, aus England, wo das gnädige Fräulein die letzten 4 Jahre verbracht haben. So, ja. Dann lasse ich dir zu Hause noch eine viel längere machen, ja? Och, sieh doch. Herr Präsident, wir haben dringendst im Ministerium erwartet. Was jetzt? Och, ja, bitte. Daddy. Das tut mir aber leid, dann nimm du den Wagen, ich werde ein Taxi nehmen. Aber nein, nimm du den Wagen, ich gehe die paar Schritte zu Fuß. Ich bin doch so froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ich freue mich doch so ganz von Herzen, ich bin gleich wieder da. Aber mach schnell, ja? Also schnell ins Ministerium. Thank you.
Ja, mein gnädiges Fräulein. Ja, entweder verfolgen Sie mich, was mir schmeicheln würde, oder wir haben denselben Weg. Ja, bis zum nächsten Schutzmann, mein Herr. Na, ist wenigstens schon etwas. Also bitte, wenn Sie jetzt nicht augenblicklich Ihrer Wege gehen, dann haben Sie sich selbst zuzuschreiben, wenn ich sehr unangenehm werde. Aber mein gnädiges Fräulein, das können Sie ja gar nicht. Na, das werden Sie ja mal sehen. Das glaube ich nicht. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Ja, leider. Was machen Sie denn da? Ich habe hier zu tun. Beim Präsidenten Monti? Ja, ja, der Monti und ich, wir sind Geschäftsfreunde. Ach, auch Bankdirektor? Ich? Ja. Ja, etwas dergleichen. So. Tut mir wahnsinnig leid, mein Fräulein, dass Sie nun keine Gelegenheit mehr haben, unangenehm zu werden. Oh doch, ich komme mit Ihnen. Was, wieso, um Gottes Willen? Sie wollen damit reingehen? Ja. Das geht doch nicht. Aber warum denn nicht? Wo Sie so gute Geschäftsfreunde sind? Ja, gewiss, natürlich sind wir auch, aber ich verstehe Sie gar nicht. Was haben Sie denn davon? Na, ich lerne den Präsidenten kennen. So eine Möglichkeit bietet sich einem nicht alle Tage, nicht wahr? Ja, natürlich, aber um Gottes Willen, Sie können... Wissen Sie was? Stellen Sie mich ihm einfach als Ihre Cousine vor. Na, oder vielleicht als Ihre neue Sekretärin. Na ja, wie ich mit dem Präsidenten stehe, ja. Da... ginge das vielleicht ganz gut? Na eben, das dachte ich mir. Verzeihen Sie, mein Fräulein, wenn ich Sie dem Präsidenten vorstellen soll, dann muss ich doch auch Ihren Namen wissen. Wie heißen Sie denn? Carla Monkau. 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 Fräulein Monkau. Ja. Ja, Fräulein Monkau. Na, das haben Sie ja fein gemacht. Bitte nicht böse sein. Es geht doch wirklich nicht. Also, wenn Sie recht lieb sind, dann warten Sie ein Weilchen. Ich bin gleich wieder zurück. Ja? Der Herr Präsident ist nur zur Bahn gefahren, um das Fräulein Tochter abzuholen. Wollen Sie bitte Platz nehmen. Laut. Wie sind Sie denn bloß reingekommen? Ich habe geklingelt, die Tür ist bald aufgegangen und ich bin hereingekommen. Was machen Sie denn da schon wieder? Liebes, gutes Fräulein Monkau, also ich bin doch zu jeder Buße bereit, aber tun Sie mir den einzigen Gefallen und verschwinden Sie jetzt wieder, ja? Warum? Mir gefällt es hier sehr gut. Mir gefällt es. Der Präsident? Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich für einen Beruf, dass Sie sich halbe vor Mittag in fremden Wohnungen herumtreiben können? Ich müsste Ihr Chef sein. Könnte ich mir doch aber sehr nett vorstellen. Leider habe ich keinen. Ach. Jetzt weiß ich, was Sie vorhaben. Was habe ich denn vor? Sie wollen sich an die netten alten Herren daran machen, um sich eine Stellung zu ergattern. Sollten sich was schämen. Heutzutage, da muss man jede Chance wahrnehmen. Jawohl, muss man auch, jawohl. Aber doch nicht so, wie Sie das hier wollen. Das, was Sie vorhaben, ist doch... Na, was ist das? Na, sehr fein ist es jedenfalls nicht. So. Fräulein Monkau. Fräulein Monkau, bitte. Liebling,
Wer singt denn da? Ich war so frei. Ich habe mir hier ein bisschen die Zeit vertrieben. Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Warum singen Sie denn nicht weiter? Vielleicht ist der Herr Präsident musikalisch, dann haben Sie es noch leichter. Jetzt werden Sie aber ungalant. Und ich wollte Ihnen eben vorschlagen, dass ich gehe. Nein, wirklich? Ach, ist ja wunderbar. Bitte schön. Hier? Ja, aber unter einer Bedingung. Mir ist jede Bedingung recht. Hauptsache, Sie gehen. Was denn schon wieder los? Hallo. Sie sind doch mit dem Präsidenten so gut befreundet, nicht? Ja. Dann versprechen Sie mir bitte, dass Sie mich bei ihm protestieren, ja? In der Halle lassen Sie die Koffer von meiner Tochter mal heraufschaffen. Gottes Willen, Herr Präsident. Hier ist meine Karte. Bitte besuchen Sie mich heute Nachmittag, da besprechen wir alles. Aber jetzt gehen Sie, ja? Gut, bitte. Dann bin ich am Nachmittag bei Ihnen. Ja, gewiss. Herr Ritter, ne? Ritter, ja. Hier bitte. Nein, hier hinaus, nicht da hinein. Sehe ich aber gar nicht. Bei jedenfalls verständigen Sie mich dann sofort, wenn Sie kommen. Morgen, Herr Präsident. Morgen. Hier wäre die Mappe, Herr Präsident. Ja, sehe ich. Sind nur ein paar kleine Unterschriften. Ja, schon gut. Wenn Herr Präsident vielleicht die Güte haben würden und sofort... Einen Augenblick, Herr... Ritter. Ja, aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass du schon da bist. Dass ich niemand reinkommen sehen, aber setz dich jetzt, ich muss nur noch ein paar Briefe unterschreiben. Daddy? Ja? Daddy, wer ist denn der Mann da mit der Mappe? Ach, das ist ein kleiner Niemand aus der Bank. Also mach recht schnell, ja? Meine Tochter. Darf ich jetzt bitten, Herr... Ritter! Ah, ja, Ritter! Was haben Sie denn, Herr Ritter? Haben Sie was verloren? Ja, das heißt, eigentlich nicht. Ja, ja, dann würde ich auch nicht suchen. So, das wäre dann alles in Ordnung. Jetzt packen Sie dann wieder ein. Ja, guten Morgen. Morgen, Herr Präsident. Fräulein Munkau. Fräulein Munkau. Sie können rauskommen. Er ist weg. Die Koffer kommen auf das Zimmer des gnädigen Fräuleins.
machst du denn da? Ein Dienerjackett. Ja, wozu denn? Ja, wenn du vor dem Mädel den Bankdirektor spielen willst, dann musst du doch auch Dienerschaft haben. Obwohl es ja eigentlich gar keinen Zweck hat, diese Komödie zu spielen. Denn wenn sie in das Haus kommt, sieht also sie bitte, ja sowieso... Also bitte, erstens ist das kein Mädel, die so einfach in dein Haus hineingeht. Und wenn sie hinein wollte, würde ich sie gar nicht hineinlassen. Der Tee findet im Garten statt. Ach so, na, dann ist gut. Puh, da ist sie. Los, mach fertig, halt, beeil dich. Herr Direktor Ritter, erwarten das gnädige Fräulein im Garten. Dürfte ich bitten? Fräulein Monkau. Guten Tag. Guten Tag, freue mich sehr. Man hat so wahnsinnig viel zu tun den ganzen Tag. Ja, natürlich. Ochholz, schlafen Sie nicht. Hier, übergeben Sie das dem Sekretär. Ich möchte da nicht gestört werden. Sehr wohl, Herr Direktor. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Dankeschön. Also, Herr Ritter, um Verzeihung, Herr Direktor Ritter. Nee. Haben Sie mit dem Präsidenten gesprochen? Ja, natürlich. Ja. Ach so, Ihretwegen? Ja. Leider nein. Aber warum nicht? Sie hatten mir es doch versprochen. Ja, gewiss, hatte ich versprochen. Ja. Aber, wissen Sie, wie ich davon anfangen wollte, kam die Tochter des Präsidenten von der Reise zurück. So was? War sie wenigstens hübsch? Ach, nicht mein Geschmack. So. Herr Direktor, der Kaffee sind in der Rosenlaube serviert. Danke, Baptist. Ist gut so. Darf ich bitten, gnädiges Fräulein? Haben Sie mit der Tochter des Präsidenten auch gesprochen? Natürlich. Ja, und warum gefällt sie Ihnen eigentlich nicht? Ach, gefallen. Wie kann einem denn so ein Mädel gefallen, das nichts im Kopf hat, als mit 20 Koffern in der Welt herumzureisen? Die noch nie in ihrem Leben einen Groschen selbst verdient hat. Wahrscheinlich gar nicht weiß, wie schwer es ist, sich einen Groschen zu verdienen. Sie essen ja gar nicht. Ja. Wollen wir nicht lieber hineingehen? Hinein? Ja. Aber Sie werden doch bei dem schönen Wetter sich nicht ins Zimmer hineinsetzen wollen. Das nennen Sie schönes Wetter? Es wird gleich zu regnen anfangen. Aber auf keinen Fall, ist unmöglich. Sehen Sie, Nord, Süd, Nord, da regnet es ja nie. Aber ich habe so ein dünnes Kleid an und ich habe wirklich Angst, dass ich mich erkälten werde. Ja. Da weiß ich ein wunderbares Mittel. Wenn Sie heute Abend Fieber spüren sollten, dann nehmen Sie einfach 2 Aspirin in einem Glas heißen Tee. Wünschen der Herr Direktor auf der heutigen Abendtafel Orchideen aus den 3 Preußern? Nein, ist nicht nötig. Sehr wohl, Herr Direktor. Ja, ja. Das ist ein altes Faktotum unseres Hauses. Ja, der hat schon meine Eltern und Großeltern auf den Armen getragen. Ja, der Präsident, wissen Sie,
Kaspar, können wir uns unterstellen? Aber wegen der paar Tröpfchen, Fräulein Monkau, wer wird denn da weggehen? Paar Tropfen, nennen Sie das? Ich danke. Aber das geht doch sofort weiter. Trinken Sie ruhig Ihren Kaffee zu Ende, bitte schön. Gehen wir ins Haus, schnell, kommen Sie. Was erzähle ich jetzt? Ich bin nämlich gar kein Direktor. Falls Sie es nicht schon gemerkt haben sollten. Ich wollte Ihnen nur ein bisschen imponieren. So, jetzt ist es heraus. Gott sei Dank. Und, also wenn Sie jetzt nicht gerade Wert darauf legen, bei einem Herrn Direktor eingeladen zu sein, sondern mit einem kleinen Niemand von der Union Bank vorlieb nehmen wollen, Abteilung Auslandskorrespondenz, 200 M monatlich, dann sind Sie herzlichst willkommen. So, nun passen wir doch auch viel besser zusammen. Ja. Ach, dieses Stück Unglück, der mich damit überrascht hat, Ihnen eine große Dienerschaft vorzuspiegeln. Das ist mein lieber Freund Rochus Sperling. So, nimm mal den Bart ab und komm her. Der sieht nämlich sonst ganz menschlich aus, wirklich. Du siehst ja aus. So, gestatten Sie, Rochus Sperling, Graphologe. Ja. So, ja, ich hatte schon Angst, dass Sie nun sehr böse sind, weil wir... Naja, darf ich Ihnen noch etwas Kuchen anbieten? Dankeschön. Nein. Und nehmen Sie doch noch etwas. Bitte schön. Nass. Sowieso kann man trotzdem noch essen. Der dumme Regen hat mir meinen ganzen Spaß verdorben. Ich wollte mich nämlich noch als Präsident maskieren, der seinen Freund besuchen kommt. Ja, aber apropos Präsident, wer protegiert mich denn nun bei ihm? Aha. Ja. Brauchen Sie denn die Stellung notwendig? Warum? Ich meine, wenn Sie sie nicht notwendig brauchen, würde ich Ihnen sagen, Hände weg. Also, das müssen Sie mir aber erklären. Ja, sehen Sie mal, Fräulein Monkau. Also, an und für sich ist doch Arbeit etwas sehr Schönes. Ich könnte gar nicht leben, ohne dass ich nicht das Gefühl hätte, ein Rad in dieser großen Maschinerie zu sein. Ja, also wie zum Beispiel diese Präsidententochter da mit ihren 20 Koffern. Ja, aber... Weil die Menschen tun alles, um einem die Arbeit zu vergällen. Mit Brotneid und Eifersucht und was es sonst noch an größeren und kleineren Gemeinheiten gibt. Und wenn jemand noch das Pech hat, als weibliches Wesen geboren zu sein, kann Ihnen sagen, ich brauche doch den Vorstand wenigstens nicht anzulächeln, wenn er mich zum Diktat ruft. Ja, aber was sagt denn der Präsident zu all dem? Bekümmert er sich gar nicht darum? Er soll doch selbst ganz klein angefangen haben. Ach, sowas vergisst sich leichter, als Sie denken. Herr Präsident, was weiß denn der auf seinem Thron da oben, wie es unten bei uns Kleinen zugeht? Und ich habe keine Lust, mich auf die Rolle der Präsidententochter zu beschränken, die mit 20 Koffern in der Welt herumreist. Ja, mein liebes Kind, das verstehe ich alles nicht. Was verstehst du daran nicht? Dass ich arbeiten will, dass ich das Leben kennenlernen will? Und dass ich wissen will, wie es ist, wenn man einmal nicht als die Tochter des Präsidenten Monti auf die Welt gekommen ist. Ja, mein liebes Kind, das erfährst du auch nicht, wenn du bei mir in der Bank arbeitest. Als Fräulein Monti genießt du denselben Respekt wie ich auch. Dann lass mich doch als irgendein Fräulein Monkau arbeiten. Monkau? Ja, warum nicht? Ich will mein Leben nicht damit verbringen, Auto zu fahren und Tennis zu spielen. Und auf einen Mann zu warten, der es auf meine Mitgift abgesehen hat. Also? Schön? Daddy! Aber unter einer Bedingung. Ja? Bitte setz dich. Also, ich kann deinen Wunsch
ganz gut verstehen, denn schließlich bist du ja meine Tochter. Aber da musst du jetzt auch die Konsequenzen deines Wunsches ziehen und von dem Ertrag deiner Arbeit leben. Ja, mein liebes Kind, tagsüber ein bisschen im Büro sitzen und dann abends brav heim zu Papas Fleisch stürzen, das wäre Dilettantismus. Und was verdient man denn so bei dir? Jeder, so viel er wert ist. Na, was kannst denn du alles? Oh, Englisch und Französisch. Für Auslandskorrespondent würde ich mich sehr eignen. Englisch und Französisch? Sakrament, Mann. Na, sagen wir 160? Ist das nicht ein bisschen sehr wenig? Mhm. Na schön. Also, ab 460? Ja, ab 460. Und jetzt den Protektionsbrief an den Personalchef. Ich will Sie jetzt zunächst in Ihre Abteilung einführen. Fräulein... Monkern. Ja, Monkern, richtig, richtig. Ja. Kennen Sie den Herrn Präsidenten persönlich? Ivo, wissen Sie, meine Mutter, die näht für die Schwester seiner Köchin. Und da hat man... Der Herr Präsident. Wo denn? Ja, was ist denn los? Schläft er? Einen Augenblick, Fräulein Manko. Monkau. Ja, ich sag ja. Manko. Ist der Herr Präsident zu sprechen? Bedauere, Vorstandssitzung. Paragraph 34. Die Unionsbank erteilt hiermit Herr van Diemen das Recht, gegen die Hinterlegung dieses Vertrags den Betrag von $1,000,000 in New York bei der National City Bank zu beheben. So, Fräulein Monkau. Und Fräulein Keller wird so liebenswürdig sein, Sie ein wenig in Ihre Arbeit einzuführen. Hoffentlich werden Sie sich recht rasch bei uns einarbeiten. Danke schön, ja. Also... Übersetzen Sie das? Daraus machen Sie einen Auszug. Das schreiben Sie ab. Und darf man, soll das alles bis heute Abend fertig sein? Na was denn? Dachten Sie, das ist ein Fünfjahresplan? Wessen Protektion haben wir es eigentlich zu verdanken, Ihre Werte bekanntschaft zu machen? Warum glauben Sie denn, dass mich jemand protegiert hat? Na, Sie, Unschuld vom Lande. Sie wollen mir doch nicht etwa weismachen, dass Sie nur aufgrund Ihrer Schulzeugnisse... Aufhören! Ding! Raumschlag! Schluss der ersten Runde, Keller! Fräulein Monkau, Sie müssen unserem Sportclub beitreten. Boxen Sie? Nein. Nicht? Würde ich Ihnen aber empfehlen. Bei dieser Nachbarschaft? Sohn, Vater Jan. So, meine Herren, nun danke ich Ihnen. Lassen Sie den Vertrag sofort übersetzen. Es ist eilig. Jawohl, Herr Präsident. Wir kennen uns doch. Gewiss, Herr Präsident. Ich war kürzlich in der Wohnung von Herrn Präsidenten mit der Unterschriftsmache. Ah, ja, richtig, der Herr... Ritter, bitte. Ritter, Ritter natürlich. Ja. Ja. Haben Sie inzwischen gefunden, was Sie gesucht haben? Ja, natürlich. Gewiss, Herr Präsident. Mittagessen, Fräulein Monkau? Nein, ich möchte das hier noch fertig machen. Fällt Ihnen wohl schwer am Anfang? Na ja, ein bisschen schon nicht. Wird schon werden. Dankeschön. Also, da sind Sie es doch. Na, sagen Sie mal, wie haben Sie denn das bloß angestellt? Tja, ich erreiche eben alles, was ich mir vornehme. Ja, ja, natürlich, das kenne ich ja von Ihnen, ja. Mit dem kleinen Köfferchen, nicht wahr? Sind Sie zu unserem Chef gegangen, haben mir ein bisschen Klavier vorgespielt, hat er gesagt, wenn Sie so schön Klavier spielen können, dann können Sie bestimmt auch Schreibmaschine schreiben und hat Sie engagiert. Genau so war. Ist ja großartig.
Also sowas. Wenn man bedenkt, nicht nur in derselben Abteilung, nein, Tisch an Tisch. Ist ja wunderbar, wirklich. Also wenn das nichts zu bedeuten hat, Fräulein Monkau. Sagen Sie, haben Sie schon gegessen heute? Ach nein. Fräulein Keller wollte, dass das alles heute noch fertig wird. Sehen Sie mal. Das alles? Ja. Na, das sieht ja ähnlich. Machen Sie sich keine Sorgen, ich helfe Ihnen ein bisschen. Nein, nein. Meine Arbeit mache ich schon ganz alleine. Aber wenn Sie etwas für mich tun wollen, dann helfen Sie mir, ein Zimmer zu finden. Natürlich, sehr gerne. Rochus und ich, wir sind ja Spezialisten dahin. Sie haben ja unsere Wohnung gesehen. Also, es braucht nicht ganz so groß und so vornehm zu sein. Verzeihung, Fräulein Monkau, aber meine Wirtin ist ein Zimmer frei. Sauber und nicht teuer. 45 Mark mit Frühstück 52. Wir telefonieren jedes Mal einen Groschen und dass Sie mir am Abend nicht so lange das Licht brennen lassen. Ach so. Ja, Fräulein Kleinschmidt. Kann das Fräulein Klavier spielen? Wenn sie kann, aber nicht kaputt machen und nicht länger als bis 10 Uhr. Gar kein Interesse daran, kaputt zu machen. Das könnte nur einmal zufällig. Wollen Sie es nehmen? Ja, ich möchte. Soll ich nochmal fragen, wenn ich das bitte? Ja, bitte. Ja, also Frau Lehmke, meine Kollegin nimmt das Zimmer, aber finden Sie nicht 7 Mark fürs Frühstück ein bisschen viel? Vielleicht für das, was Sie sich jeden Morgen zusammenbrauen, aber nicht für meine. Ja, abgemacht. Das Fräulein bleibt gleich hier. Ach, schön. Außer Ihren Bräutigam dulde ich keinen Herrenbesuch. Und den auch nur bis 9 Uhr. Sagen Sie, Fräulein, welcher ist denn eigentlich Ihr Bräutigam? Der Lange oder der Kleine? Aber keiner von beiden. Na, da wird's aber Zeit, dass Sie sich entscheiden. Und dann kann Fräulein Kleinschmidt gleich den nehmen, der übrig bleibt. Dass sie nicht immer so allein herumsitzt. Aber Frau Lehmke. Okay, geht. Sagst du das, Edda? Also Gott sei Dank. Möchtest du vorhin? Jetzt will ich gleich mal auspacken. Ja, ja, ja. Danke schön, ja. Sind hier Kleider drin? Ja. Dann in die Hand, ja? Ja, danke schön. Füllen Sie mal gleich den Meldeschein aus, ja? Frau Lemke, wir brauchen ein bisschen Papier und Kleiderbügel, ja? Ja, wenn ja. Wenn Sie das Papier nicht bringen, kann man ja gar nichts rein, egal. Was? Ja? Diese Keller, Fräulein Keller, das ist ja praktisch. Sie mir neu? So. Kommen Sie her, ich werde ihn schon besorgen. Ja? Ach, danke schön, ja. Das ist eine sehr interessante Handschrift. Ja? Energisch in dem, was sie sich vorgenommen hat. Ah ja, das ist schon richtig. Ja, natürlich ist richtig. Ehrlich und doch, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Wieso, was denn? Ja, ja, was denn? Nicht immer ganz offen. Ach. Ja, ja, hier ist ein kleiner Widerspruch, den ich noch nicht deuten kann. Haben Sie eigentlich immer so geheißen? Nein, ich bin adoptiert worden. Sehen Sie, und das kann auch gar nicht so lange her sein. Ja. Heißt das nicht Fabler? Was stimmt jedes Mal? Ach du Muschel über hier! Lass das doch! Pass auf, du, bringst du den Zettel zur Frau Lemke und dann gehst du uns was holen zum Abendbrot, ja? Ja, gerne. Ich lade euch alle ein heute, zur Feier des Tages. Ja, das will man gern. Herr Sperling, bitte? Ich zeige Ihnen, wo Sie alles am besten bekommen. Bitte schön. Die kleine Kleinschmidt. Herr Sperling, Sie sind doch auch Graphologe. Wieso auch? Warum nicht, aber... Würden Sie es sehr unbescheiden finden, wenn ich Sie bete, meine Schrift zu deuten? Man möchte doch gern wissen, aber was... Bitte, sehr gerne. Haben Sie denn eine Schriftprobe zur Hand? Ja, ja. Ja, in meinem Zimmer. Ach so, in Ihrem Zimmer. Hm. Also bitte kommen Sie. Bitte. Bitte nach Ihnen. Danke. Nein, bitte nicht. Bitte. Danke. Na, das ist doch... War es etwas Schlimmes? Nein.
Sie haben schon einmal Ihre Handschrift deuten lassen. Und zwar haben Sie auf ein Inserat geantwortet, Deutung der Handschrift auf wissenschaftlicher Grundlage. Gutachten 3 Mark. Sie haben das Gutachten auch bekommen, aber bezahlt haben Sie noch nicht. Ja, ja, das ist richtig, aber ich habe das Geld heute abgeschickt. So. Aber woher... Ja. Sind Sie am Ende selbst? Ja, ich bin. Also, Ihre Handschrift hat mir so gut gefallen, dass ich Ihren Brief immer bei mir trage. Wirklich? Hier. Da. So, so nett. So sauber. So zierlich. So hübsch. So lieb. Die 3 Mark bekommen Sie selbstverständlich zurück. Unter Freunden natürlich. Sie müssen jetzt gehen, Herr Sperling. Sonst sperren die Geschäfte. Kommen Sie doch mal her. Ich hab's wieder vergessen. Helfen Sie mir. Also passen Sie auf. Nein, so geht's nicht. Ich spiele Sie noch mal vor. Es wünschen alle Frauen, nur einem zu vertrauen. Doch sowas, das gehört ja heute in dieser Zeit zur selten Heim. Wer ist denn heute noch frei? Der Mann, der wäre neu. Er ist immer wahr und ehrlich, meint und mehr ist als ein netter Freund. Ach, wer das Glück vertagt, bis der eine kommt, den man sagt. Abendtafel-Orchideen aus den Treibhäusern. Hallo? Hallo? Ja, ich möchte gerne mit dem Präsidenten sprechen. Ja, ich bin's. Peggy! Ja, alles in Ordnung. Ja, und das Zimmer ist auch ganz nett. Zurück? Nein, Daddy. Aber davon kann gar nicht die Rede sein. Ja, Daddy. Ja, morgen um dieselbe Zeit. Und viele Küsse. Oh, wie schön ist ein freier Tag, Mädchen mit dir. Oh, wie schön ist ein freier Tag, Mädchen mit dir. Wie ein Traum wird die Landschaft und es wird die Bekanntschaft nach und nach zur Verwandtschaft. Wenn der Mondschein scheint, oh, wie schön ist ein Hoff und Hen, Mädchen mit dir. Wenn ich stets darauf hoffen könnt, du gehst mit mir. Oh, wie grün sieht die Welt aus, oh, wie leicht gibt mein Geld aus. Oh, wie schön ist ein Feiertag,
Mädchen mit dir. Paragraph 26, die Unionbank verpflichtet sich. Schon wieder. Paragraph 27, Paragraph 28, Paragraph 29, immer verpflichtet sich die Unionbank. Und Herr Van Diemen hat die Gewogenheit zu nehmen. Ich hätte den Vertrag ja ganz anders gemacht. Fräulein Monkau, zum Diktat bitte. Fräulein Monkau hat noch den Vertrag Van Diemen zu kollationieren. Könnte vielleicht Fräulein Keller? Herr Ritter, die Arbeitseinteilung bestimme ich. Bitte, Fräulein Monkau. Und zeichnen? Hochachtungsvoll. So, das schicken Sie noch heute ab? Ja. Fräulein Monkau? Ja? Was machen Sie heute Nachmittag? Heute ist doch Sonnabend, haben wir frei. Eben darum frage ich. Ist das auch eine Frage der Arbeitseinteilung? Warum gleich so heftig? Ein Junggeselle wird eine Junggesellin doch noch fragen dürfen, ob sie mit ihm ins Theater gehen und nachher soupieren will. Auch wenn die Junggesellin in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Junggesellen steht? Sie können ja Nein sagen. Also nein, Herr Sieber. Also lassen Sie mich schon raus. Ach, machen Sie doch keine Sache. Was wünschen Sie? Der Vertrag ist fertig. Und? Ja, ich dachte... Überlassen Sie das Denken mir, Herr Ritter. Also sorgen Sie dafür, dass der Vertrag noch heute nach Amerika abgeht. Ja. Also Punkt 3 Uhr. Wiedersehen. Wo bist du denn wahnsinnig? Du weißt, ich kann das doch nicht vertragen. Sag mal, was machst du denn hier in der Bank? Ich wollte zu dir, weißt du, kannst du mir vielleicht... Am 25., wie stellst du das eigentlich vor, sag mal? Das habe ich mir gedacht. Aber wozu brauchst du es denn? Ich wollte mit Fräulein Susanne... Wer ist denn das? Fräulein Kleinschmidt. Einen Ausflug machen und nun habe ich doch keinen Pfennig... Menschenskind. Dich mit Geld zu amüsieren, das ist doch kein Kunststück. Na ja. Aber ohne. 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 Hier, ich habe mir eine Aufstellung gemacht von allem, was man in der Großstadt vollkommen umsonst kriegen kann. Genau. Umsonst? Was verschafft mir denn die Ehre, Fräulein Monkau? Daddy, ich verlange von dir, dass du sofort Herrn Sieber entlässt. Weil er dich zu einem Wochenendausflug eingeladen hat? Ja, woher weißt du das denn? Na, heute ist Sonnabend, da war die Geschichte nicht so schwer zu erraten. Übrigens, Herrn Sieber kann ich nicht entlassen. Aber Daddy, ein Mann, der es gewagt hat, deine Tochter... Halt. Nicht meine Tochter, sondern Fräulein Monkau. Aber mit diesen Dingen musstest du rechnen, nachdem du dich einmal auf dieses Abenteuer eingelassen hast. Aber du auch, als du mir die Erlaubnis dazu gabst. Ja, jetzt hast du auch wieder recht. Aber wenn du eben wissen willst, wie es ist, nicht als die Tochter des Präsidenten Monti auf die Welt gekommen zu sein, so musst du eben auch lernen, dich selbst zu verteidigen. Und nicht gleich nach dem Daddy zu rufen, wenn es einmal schief geht, nicht? Na, sage mal, hast du denn noch nicht genug mit dieser Bürospielerei? Oh nein, im Gegenteil. Jetzt fängt es ja erst an, schön zu werden. Würdest du auch meine Einladung ablehnen, wenn ich dich bitten würde, mit mir hinaus ins Grüne zu fahren?
aber natürlich. Für eine kleine Angestellte passt es sich nicht, im Wagen des Herrn Präsidenten auszufahren. So. Aber dem Herrn Präsidenten die besten Bissen wegschnappen, das passt sich. Schmeckt er wohl besser wie in der Kantine. Nächstens werden Sie noch Ihr Paddelboot mitbringen, Fräulein John. Fleißig? Mhm. Ich habe Ihnen dann noch einen Brief zu diktieren. Mhm. Haben Sie die Übersetzung fertig? Ja. Na, und der Schluss? Wieso der Schluss? Na, der Schluss. Der Schluss fehlt. Mhm. Ich verstehe das nicht. Ich weiß doch ganz genau vorher. Aber spielen Sie mir ja keine Komödie vor. Sie haben die Übersetzung gar nicht fertig gemacht. Ja, behaupten Sie etwa, dass ich lüge? Ich verbitte mir diesen Ton. Entweder Sie beweisen jetzt augenblicklich, dass Sie die Übersetzung fertig gemacht haben, oder ich... Verzeihen Sie bitte. Um was für eine Übersetzung handelt es sich denn? Was geht denn Sie das an? Doch, ich habe nämlich vorhin auf dem Tisch von Frau Monkau ein Tintenfass umgestoßen. Und die Tinte ist über einige Seiten geflossen. Die habe ich nun leider weggeworfen. Entschuldigen Sie bitte, Frau Monkau. Sehr ritterlich, Herr Ritter. Natürlich, der Name verpflichtet. War zufällig jemand im Zimmer, als Ihnen dieses bedauerliche Malheur passierte? Ich glaube, nein. Dann erlassen Sie mir es aus Höflichkeit, Ihnen zu sagen, was ich von dieser Räubergeschichte halte. Sieber! Bitte, Fräulein Keller. Ein geleckter Affe. Er müsste mir mal im Dunkeln über den Weg laufen. Kann doch nicht verschwunden sein. Sie glauben doch nicht etwa... Bitte, der Rest der Übersetzung hat sich angefunden. Auf Fräulein Kellers Schreibtisch unter ihren Papieren versteckt. Soll das etwa eine Verdächtigung sein? Frau Monka muss eben ihre Papiere nicht überall herumliegen lassen. Richtig. Und was bleibt jetzt noch von Ihrer Geschichte mit dem umgeworfenen Tintenfass? Und was Sie betrifft, Fräulein Monka, merken Sie sich gefälligst. Bei der nächsten Pflichtverletzung sind Sie entlassen. Fräulein Carla, ich habe Sie gewarnt. Das Schlimme ist nicht die Arbeit, sondern die Menschen. Aber Sie dürfen sich doch nicht unterkriegen lassen. Ist ja auch schon alles vorbei. Na also, Fräulein Carla. Was machen Sie denn heute Nachmittag? Oh, verzeihen Sie bitte. Aber warum denn? Ein Junggeselle wird eine Junggesellin doch noch fragen dürfen, ob sie mit ihm ausgehen will, nicht? Na, wieso? Ja, ich hab sie doch auch gefragt. Ja, es war nur so eine kleine Erinnerung. Ja, also es geht leider nicht. Ebbe in der Kasse. Und da blank bin ich auch, wenn es darauf ankäme. Ja, und da wollen Sie mich noch obendrein einladen? Jawohl. Jetzt sollen Sie mal sehen, wie man sich ohne einen Pfennig Geld in der Großstadt den ganzen Tag amüsieren kann. Dazu gehört nichts als ein bisschen Grips. Da bin ich aber gespannt. Was haben Sie denn vor?
Zuerst gehen wir mal üppig Mittagessen. Und zwar in die... Meine Herrschaften, zeige ich Ihnen eine unserer Mustersiedlungen. Sie werden doch zugeben, dass sie alles vereinigt war. Ja, wo sind denn die anderen? Wieso denn? Ist doch unerhört, sowas. So ein Pack. Sehen Sie, die wollten nur eine Gratisfahrt herausschinden. Sie müssen sich Ihre Leute viel besser ansehen, die Sie mitnehmen. Bitte schön. Nein, bitte. Und dies alles für diesen enorm billigen Preis. Ja, das Ganze gefällt mir auch ausgezeichnet, ja. Wirklich sehr gut. Über den Preis würden wir uns selbstverständlich einigen können. Ich weiß nur nicht, ob es meiner Frau nicht ein bisschen zu primitiv sein wird. Was meinst du, mein Schatz? Ich würde den Herrschaften empfehlen, rasch zuzugreifen. Wir haben noch andere Reflektanten. Ein junges, sehr vornehmes Ehepaar. Ach so. Da kommen Sie gerade. Die Herrschaften sind auch Reflektanten. Ah. Sperling. Ritter. Meine Frau. Wieso? Ach so. Meine Frau. Also dann... werde ich die Sache mal mit Herrn Zeitig besprechen. Sperling. Oh, Sperling, Verzeihung. Ich wusste, dass es ein Vogel war.
Wollen die Damen vielleicht gütigst vorausgehen? Ja. Also, Sie hören noch von uns? Ja, Sperling. Großen Wagen. Naja, man kann eben nicht alles im Leben haben, auch nicht für Geld. Mich ärgert nur so ein Mädel, seine Tochter. Ich habe euch ja erzählt, war 4 Jahre lang auf Reisen und kümmert sich jetzt offenbar im Dreck um ihren Vater. Wahrscheinlich amüsiert sie sich jetzt mit irgendeinem dummen Bengel. Ja, sicher. Da, Panne! Jetzt kann er auch zu Fuß laufen. Guck mal, komm, komm mal mit. Also, Franz, verraten Sie sich nicht, wenn ich Sie dann fragen werde, wie lange die Panne dauert. So sagen Sie eine gute Stunde. Jawohl. Ja, Herr Ritter. Herr Präsident. Ja, freue mich sehr. Das sind das lauter Kollegen. Nein, nur Fräulein Munker und Fräulein Kleinschmidt. Der Kleine ist mein Freund Rochus Sperling. Ja, ein Graphologe. Ah, freue mich sehr, Herr Sperling. Graphologe ist ein interessanter Beruf. Ja. Ja. Ihrer ist ja auch nicht zu verachten, Herr Präsident. Nur ein bisschen einträglicher. Ja. Nicht so ungut. Ich habe da eine kleine Panne gehabt. Oh. Franz, wie lange wird es denn dauern? Ungefähr eine Stunde, Herr Präsident. Was, eine Stunde? Ist da nicht irgendwo in der Nähe ein Restaurant, wo man Kaffee nehmen kann? Doch, 50 Schritte entfernt von hier, Restaurant Waldbach. Ah, Waldbach, sehr schön, da darf ich die Herrschaften auf ein Eis einladen. Oh, danke vielmals, Herr Präsident, aber ich glaube, wir sollen sonst... Nein, wenn der Herr Präsident so liebenswürdig ist, uns einzuladen, dann können wir ihm doch keinen Korb geben. Natürlich. Ja, also schön, darf ich dann die Herrschaften bitten, Graphologe, gehen wir in Waldbach voraus. Bitte sehr. Schön. Interessieren Sie sich für Graphologie? Ja. Also die Graphologie ist ja eine Wissenschaft, die besonders in den letzten Jahren. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Freude es mir macht, so als alter Herr. Älterer Herr. Ah. Danke sehr, Fräulein Munkau. Also wenn ich so als älterer Herr mit so jungen, frischen Menschen beisammen sitzen darf. Verzeihen Sie, Herr Präsident. Und Ihr Fräulein Tochter? Ja. Die nimmt mich nicht mit, wenn sie mit ihren Freunden ausgeht. Na, das verstehe ich aber nicht. Wenn man so einen Vater hat... Ah, danke sehr, Fräulein. Komm, Frau. Wie isst du das nicht mehr? Da Sie tanzen Sie nicht. Nein. Ja, gestatten Sie, dass ich mit Fräulein Munkau. Mein Geheimnis. Du, ich glaube übrigens, dein Ritter ist eifersüchtig. Glaub. Glaub.
ein schöner Sonntag mit Musik und dann ein Tank im Rhein. Wir sagen da nein, das muss doch sein. Und alle Küsse, die ich krieg, die kriegst du gleich retour. Lächelst du nur, lacht die Natur. Oh, wie schön ist ein Feiertag, Mädchen mit dir. Oh, wie schön ist ein Feiertag, Mädchen mit dir. Wie ein Traum wird die Landschaft und es wird die Bekanntschaft nach und nach zur Verwandtschaft, wenn der Mondschein scheint. Oh, wie schön ist ein Wochenend, Mädchen mit dir. Wenn ich stets darauf hoffen könnt, du gehst mit mir. Oh, wie grün sieht die Welt aus, oh, wie leicht sieht man gelb aus. Oh, wie schön ist ein Feiertag, Mädchen mit dir. Präsident, wir müssen nun leider gehen. Oh. Ja, unser Omnibus. Ja, wenn es sein muss, es hat mich jedenfalls sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Präsident. Wiedersehen, ja. Wiedersehen, auf Wiedersehen, Herr Ritter. Auf Wiedersehen, Fräulein Montau. Auf Wiedersehen, Herr Präsident. Und vielen Dank. Oh, wie schön ist ein Wochenende, Mädchen mit ihr. Wenn ich dich darauf kommen könnte, du gehst mit mir. Oh, wie grün sieht die Welt aus, oh, wie leicht ist die Welt. So eine Gemeinheit. Da, der ist weg. Das haben wir jetzt von der Einladung von unserem Präsidenten. Was machen wir denn nun? So, was sollen wir machen? Wir gehen zu Fuß nach Hause. Nein, in Gottes Namen. Fünf Kommentare. Immer zu Fuß. Vertrag Van Diemen hinbringen. Vergessen. Vertrag? Mit wem? Van Diemen. Kennst du nicht Van Diemen, das große New Yorker Exporthaus? Van Diemen? Von Schwindler? Mit der Plemplem. Ein ganz großer Gauner. Einen Augenblick. Hier wirst du was erzählen. Hier. Bitte sehr. Überzeuge dich selbst. Hier, hier, geniale Finanzschwindler. Bitte schön, Van Diemen. Da, schau dir diesen Anfangsbuchstaben an. Und diese dicken Zwischenstriche da. Und dieses typische Schwindler-A. Hier, bitte. Na, hör mal. Aber wenn du recht hast, dann dürfte man doch den Vertrag gar nicht abschicken. Ja, natürlich habe ich recht. Aber wenn es darauf ankäme,
dann hätte ich vielleicht doch nicht das Herz dazu, den Vertrag zurückzuhalten. Na, natürlich. Ja. Noch nie dagewesene Sensation. Präsident Theodor Monti und Tochter beehren sich Fräulein Beate Keller zu dem übermorgen 8 Uhr in ihrer Villa stattfindenden Tanzabend ergebenst einzuladen. Ergebenst. Fräulein Susanne Kleinschmidt. Sogar meinen Vornamen wissen Sie. Also meine Damen, Sie glauben gar nicht, was das für eine kolossale Auszeichnung ist. Was sieht man denn da nur an? Aber ich mache mir schon irgendwas zurecht. Ich borge mir ein Kleid von einer Freundin aus, die Schauspielerin. Und Sie, Frau Monkau, was werden Sie anziehen? Ja, haben Sie denn keine Einladung bekommen? Nein. Kann doch nur ein Versehen sein. Aber warum? Das kann doch seine guten Gründe haben. Daran ist nur wieder dieser Affe schuld. Also, meine Damen, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir werden uns mit Fräulein Monkau solidarisch erkennen und nicht auf das Tanzfest gehen, wenn... Ich denke nicht daran. Aber lassen Sie doch. Das ist doch wirklich nicht so wichtig, weil man Sie nicht eingeladen hat. Im Gegenteil, eine Einladung vom Präsidenten ist etwas sehr Wichtiges. Kommen Sie, Frau Lyon. Ich weiß nicht, ob ich die neuen Schritte alle kann. Naja, eine kleine Generalprobe kann nicht schaden. Machen Sie mal Musik, Kleinschmidt. Starten Sie. Also los. 1, 2. Ja, beinahe richtig. Nur etwas leichter, nicht so steif. Wollen Sie mir vielleicht zeigen, wie man tanzt? Ja, gerne. Wollen wir? Ja, sehr gerne. Kapelle? Na, holen Sie sich nicht, Fräulein Kleinschmidt. Bin nur weiter. Strengen Sie sich nicht an, Fräulein Kleinschmidt. Fräulein Monkau? Packen Sie Ihre Sachen und lassen Sie sich Ihr Gehalt auszahlen. Sie sind fristlos entlassen. Ja, da müssen Sie mich aber auch entlassen. Ich habe doch genauso getanzt wie der... Inspektion, der Herr Präsident selbst. Alle an die Arbeit. Sie auch, Frau Monkau. Beugen Sie die Köpfe über die Arbeit. Tiefer. So, ja. Morgen. 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 Ah, der Herr Präsident. Ja, bleiben Sie mal sitzen. Alles in Ordnung, Herr Ritter? Nein, Herr Präsident. So, wo fehlt's denn? Fräulein Monkau, Herr Präsident, kennen Sie ja? Ja, oberflächlich. Fräulein Monkau ist soeben von Herrn Direktor Sieber fristlos entlassen worden. Ah, was Sie nicht sagen. Ja, warum sind Sie denn entlassen worden? Weil ich während der Bürostunden getanzt habe. So. Ja, wir verlangen das allerdings von unseren Angestellten nur in den allerseltensten Fällen. Mit wem haben Sie denn getanzt? Mit Herrn Ritter. Ah, ja, ich denke, Sie tanzen nicht. Ja, nur in den allerseltensten Fällen, Herr Präsident. Ich bin natürlich genauso schuldig wie Fräulein Monkau. Bitte, Fräulein Keller. Ah. Herr Präsident. Sie haben diese Dame soeben fristlos entlassen? Ja, allerdings... Ja, aber warum steht sie denn dann noch so herum?
Ja, warum? Sonst ist aber alles in Ordnung. Gewiss, Herr Präsident. Guten Morgen. Also, Fräulein Monkau, Sie haben gehört. Herr Ritter, bitte auf ein Wort. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Scheußlicher Patron. Wo ist denn Fräulein Monkau? Gerade rausgegangen. Fräulein Monkau! Ist da nicht eben eine junge Dame hineingegangen? Ich habe nichts gesehen. Ach, würden Sie mich bitte dem Herrn Präsidenten melden? Bedauere, der Herr Präsident haben Besuch. So. Nein, sie hat nichts weiter gesagt. Wenn Sie mir folgen, lassen Sie sie laufen. Sie hat nämlich einen anderen. Was denn? Sie ist die Geliebte von einem Präsidenten. Teddy heißt er. Sicher so ein alter Nussknacker mit recht viel Geld. Jeden Tag hat sie mit ihm telefoniert. Mir gleich zu sagen. Herr Ritter, ja? Wohl gewiss. Danke. Herr Direktor Haver, meine Tochter. Sehr angenehm. Haben wir uns nicht mal irgendwo getroffen, Herr Direktor? Nein. Bestimmt nicht, gnädiges Fräulein. Sowas. Ich weiß nicht, außer uns scheinen keine Angestellten da zu sein. Überhaupt, mir ist hier zu fein. Ich gehe lieber ins Stadion. Sie tun gerade so, als wäre das hier etwas Besonderes. Wie finden Sie eigentlich mein Kleid? Das ist ein starkes Stück. Guten Abend. Guten Abend. Wie kommen Sie denn hierher? Sie haben doch keine Einladung bekommen, stimmt? Bravo, das ist sportlich gedacht. Man riskiert. Hören Sie, verehrte Herr, ich will hier in keinen Skandal verwickelt werden. Ich habe Sie hier nicht getroffen. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann vergessen Sie, dass wir uns jemals gekannt haben. Bitte, nehmen Sie meine Einladung. Wer weiß hier schon, wie wir heißen. Na und Sie? Was liegt daran, wenn ich hinausfliege? Ich passe hier sowieso nicht hinein. Lassen Sie. Liebes, gutes Freund Kleinschmidt, wir bleiben beide. Sie und ich. Das möchte ich doch sehr bezweifeln. Ah, der Herr Direktor Sieber. Lassen Sie diese Scherze. Und entfernen Sie sich ebenso rasch wie unauffällig. Sonst... Sonst? Sonst würde ich mich gezwungen sehen, Sie hinausweisen zu lassen. Na, da wollen wir doch erst mal den Herrn Präsidenten fragen, nicht?
Sie, Herr Geheimrat? Betty, sei so lieb. Verzeihen Sie bitte, ja? Augenblick, verzeihen Sie. Kommen bitte, ja? Ah, ja, die Dame sind da. Ja, Sie nehmen meiner Tochter den kleinen Schwindel wohl nicht übel. Sie wollte nur wenig hinter die Kulissen gucken. Herr Präsident, ich ziehe selbstverständlich alle Konsequenzen. Ja, aber das nächste Mal. Diesmal, wo es sich um meine Tochter handelt, da möchte ich Sie bitten, die ganze Geschichte zu vergessen. Schauen Sie, unterhalten Sie sich recht gut, nicht wahr? Aber liebes Fräulein Keller, ich weiß doch jetzt selbst, wie schwer man es oft hat. Kommen Sie. Unterhalten Sie sich so gut, als Sie gerne möchten. Danke. Was denn? Was? Jetzt? Ja, ist denn das was so Wichtiges? Na, sagen wir das? Hallo, ihr Monty. Was sagen Sie da? Verhaftet? Na, bitte wiederholen Sie das noch einmal. Dr. York wird gemeldet. Generaldirektor Van Diemen, der Chef des größten New Yorker Exporthauses, ist heute in den Vormittagsstunden verhaftet worden. Van Diemen, dein Van Diemen! Van Diemen hat gleich im ersten Verhör zugegeben, dass die Bilanzen aller seiner Unternehmungen gefälscht sind. Hast du gehört, Van Diemen? Also wer hat recht behalten? Ich. Hättest du neulich die Courage gehabt, den Vertrag zurückzuhalten, dann wären wir fein raus. Nur aber mit dir ist ja nicht zu reden. Kann man ja predigen, was man will. Jetzt will ich dir mal was sagen. Ich habe den Vertrag nicht abgeschickt. Was? Was hast du da gesagt? Du hast den Vertrag nicht abgeschickt? Nein! Das ist ja wunderbar! Also, Mensch, dann wirst du ja mindestens Vize-Generaldirektor. Ach, was? Ich pfeif drauf. So, du pfeifst drauf. Komm, wir wollen es ihm sagen. Wem? Dem Präsidenten. Ach so. Los. Also, meine Herren, ich bitte Sie, sich heute Abend nichts anmerken zu lassen. Vielleicht gelingt es mir auch noch, den Vertrag irgendwie anzufechten. Was ist denn? Herr Ritter. Guten Tag. Herr Präsident, ich habe den Vertrag Van Diemen nicht abgeschickt. Was? Sie haben den Vertrag nicht abgeschickt? Nein. Aber so erklären Sie doch. Das... Ja, man regt dich nicht auf. Darf ich Ihnen bitte erklären, Herr Monti? Ja. Ja. Mein Name ist Rochus Sperling. Wir kennen uns ja. Wir haben doch... Ja. Ah, ja. Ja. Also die Sache war so. Ich muss doch vorausschicken, ich bin Graphologe. Und wie Sie wissen, kann man die Charaktere der Menschen aus der Handschrift... Was wissen Sie denn, wie das ist, wenn man etwas erreichen, wenn man nicht grau und muffig werden will hinter dem Schreibtisch, hinter dem die sich nur aus einer Laune gesetzt haben? Ja. Man hat bestimmt nicht leicht. Und vielleicht hätte ich es an Ihrer Stelle ganz genauso gemacht. Herr Ritter. Ja. Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Ja, Herr Präsident, das ist alles. Ja, also ich danke Ihnen sehr. Sie haben die Bank vor einem großen Schaden bewahrt. Bitte. Es hätte ebenso gut schief gehen können. Wollen Sie denn mit einmal... Ihr junges Glück nicht länger stören? Komm. Herr Ritter! Was haben Sie denn? Ach, jetzt verstehe ich, warum Sie keine Einladung bekommen haben. Sie fühlen sich ja hier wie zu Hause. Ja, natürlich. Was hat er denn, Spatz? Daddy! Papa, kann er denn wegen dieser kleinen Komödie so böse sein? Ach, rasch, Daddy, bitte lauf ihm nach, ja? Ja, sehr gern, aber ob ich ihn noch erwischt? Verzeihen Sie bitte, was haben Sie gesagt? Daddy? Nicht Daddy? Wie Sie sind? Ja, ich bin doch der Papa. Das ist so eine Esel. Paul, der ist schon... Aber Daddy...
Teddy, hat sie gesagt. Teddy, nicht Teddy. Du alter Affe, du verstehst schon. Papa. Ja, ich muss Sie da einer großen Unhöflichkeit anklagen, Herr Richter. Meine Tochter hat Sie doch eingeladen, um mit ihr zu tanzen. Aber Sie sind dieser Aufforderung weder gefolgt noch haben Sie abgesagt. Ja, aber ich... Ja, ja, aber wenn eben der Prophet nicht zum Berg kommt, da muss eben der Berg zum Propheten gehen. So, und jetzt hol ich nach, was Sie vorhin versandt haben.